Dann gucken wir doch mal. Bei Gamedel. Nochmal spielen. Neues Spiel. Keine Indies. Neues Spiel starten. So, wir spielen zusammen, Freunde. Just Chatting machen wir dann mal hier die Stream-Informationen. Oder gibt's Gamedel? Just Chatting gibt es. Oh, Gamedel gibt's. Gamedel. Großartig, nehmen wir. So, wir fangen wieder an mit... Nein, Jack Martin, mit den Indies, das ist Quatsch, dafür gibt es zu viele. Merkwürdig. Spechtmeise sagt StarCraft, das nehmen wir. Wir nehmen mal StarCraft, ist kein so guter Titel. Warum? Also der erste sollte halt was Riesiges ausschließen. Blizzard auszuschließen, auch keine schlechte Idee. Ich denke, dass wirklich das beste Spiel ist Call of Duty Modern Warfare 3, weil es 2011 erschienen ist, von Activision ist und halt fucking Call of Duty ist. Vielleicht finden wir aber noch ein besseres Spiel, um irgendwie so die Ära zu splitten für den Anfang. Wir nehmen jetzt mal StarCraft, weil wir spielen das ja zusammen. Also, das Spiel ist neuer als StarCraft. Es ist neuer als 1989 und ansonsten stimmt nichts, außer, dass es unter anderem für den PC erschienen ist. Und wir wissen, dass es Einzelspieler oder Mehrspieler hat oder beides. Da es neu ist, würde ich jetzt mal Call of Duty nehmen. Call of Duty Modern Warfare 3. Das ist von 2011. Und es ist neuer. Es ist neuer als 2011. Allerdings wissen wir jetzt, dass es ein Action-Warfare-Game ist. Es ist also Krieg und Action und neuer als 2011. Es ist auch nicht mehr als Krieg und Action. Das bedeutet, es ist nicht Business, ist keine Komödie, kein Drama, nicht pädagogisch, keine Erotik, kein Fantasy, nicht historisch, kein Horror, es ist also kein Zweiter Weltkrieg, kein Horror, kein Kinder, kein Geheimnisvoll, kein Sachlich, keine Open World, kein Party, kein Romantisch, kein Sandbox, kein Science Fiction, kein Stealth, kein Überleben, kein Thriller. Es ist Krieg und Action. Und neuer als 2011. Was wollen wir ausschließen? Lasst uns so denken. Was wollen wir ausschließen? Die Perspektive ist First Person ist dabei, dann wird es wahrscheinlich First und Third Person sein. Tarkov. Arma. Arma ist älter, oder? Arma? Welches Arma? 3? Tarkov finde ich gar nicht schlecht. Wenn es drin ist. Escape from Tarkov wäre drin. iRacing fällt damit auch raus. Obwohl es ziemliche Action und Warfare ist, wenn wir beide fahren, Jacke. Escape from Tarkov. Nie gesehen, Han Olli? Dann würde ich dir das vielleicht mal zeigen. Das ist ganz cool. Also Activision Published ist es nicht. Ist Escape from Tarkov aber auch nicht. Wollen wir es einfach mal nehmen? Gucken wir mal. Aha. Durch Zufall haben wir den Erscheinungstermin von 2017 rausbekommen. Kam iRacing 2008, Jürgen? Gute Nacht, Brennus. First Person ist gelb. Das bedeutet, dass es First Person und was anderes ist. Also First Person ist es plus noch Seitenperspektive oder Third Person. Ich würde sagen, es ist dritte Person und erste Person, weil die oft zusammen sind. Sowas wie bei Fallout. Ne? Fallout wäre allerdings eine Open World, deswegen ist es das nicht. Aber Fallout wäre auch First Person und Third Person. 2017 haben wir rausgekriegt und es ist Einzelspieler, Mehrspieler. Vielleicht sogar auch ein MMO. Und wir haben noch mehr. Es ist anscheinend ein Shooter, Leute. Weil Shooter haben wir hier als Gemeinsamkeit und es ist auch ein taktischer Shooter. Ein taktischer Shooter. Ich denke jetzt so ein bisschen Rainbow Six. Ist doch bestimmt ein Rainbow Six mal erschienen und Ubisoft, das können wir doch jetzt mal schön ausschließen. Welches ist es hier? Vegas. Vegas 2. Siege. Ist Siege von 2017? Oder Ghost Recon Wildlands? Könnte auch sein.
würde sagen, Wildlands ist tatsächlich von 2017, oder? Aha! Also, das Spiel ist erschienen für PC, PS4 und Xbox One. Es ist First und Third Person. Das ist korrekt. So wie Ghost Recon Wildlands. Es ist aber die falsche Saga. Ich würde jetzt doch nochmal in Rainbow Six gehen und sagen Rainbow Six Siege. Oder? Nee. Nee. Es ist ja nicht Ubisoft. Es ist ja nicht Ubisoft. Es kann nicht Rainbow Six Siege sein. Wir haben Sony noch nicht ausprobiert. Sony hat doch auch einen Shooter. Wie hieß denn der? Der ist aber dann nicht für Xbox erschienen. Bullshit, Michael. Bullshit. Ich hab noch 6 Leben. Anoli. Wir haben genug Leben, um jetzt zu fachsimpeln. Wir wissen, dass es wahrscheinlich Shooter oder Tactical ist. Oder noch vieles mehr. Vielleicht sogar eine Simulation. Das wissen wir nicht genau. Aber mehr Spieler ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, auch mit drin. Könnte es PUBG sein? PUBG, Leute, ist für Xbox, PS4 und PC erschienen. Könnte auch Early Access 2017 sein. Wäre Warfare. PUBG. Agents of Mayhem? Was ist das? Das ist doch Fortnite. Oh. Aber Fortnite? Prey ist Singleplayer only. Prey könnte es auch sein. Oh, gute. Prey ist published von Microsoft? Bin mir unsicher. Damals Bethesda? Keine Ahnung. Spricht was gegen PUBG, Leute. Genau, Fortnite ist halt aber später auf allem erschienen. Das würde hier trotzdem drin sein. Ich denke mal, Fortnite wird es nicht sein. Und Fortnite, na doch, Fortnite hat auch Einzelspieler, Mehrspieler-Koop gehabt, alles. Wollen wir mal PUBG probieren? Fuck. Ist korrekt. Ist korrekt. Haben wir hier, warte. Ist korrekt. Ich muss mir die mal auf Dings stellen. Hier, den ganzen Buster Busts Loose Soundtrack. Da gibt es doch bestimmt sogar was, wenn man gewonnen hat. Nicht so. Das ist doch gut, wenn man einen hat, oder? Nice, nächstes. Jetzt wollen wir die Serie noch schlagen. Höchste Serie ist 3. Wir fangen an mit Call of Duty Modern Warfare 3. Okay, es ist neu, hat nichts getroffen, aber wieder schön was ausgeschlossen. Also es ist neuer als 2011. Es ist erschienen entweder Wii, PC, PS3, Mac, Xbox 360 oder ein Multiple of Those and More. Es könnte ein Shooter sein, taktisch, Adventure. Action und Warfare wieder dabei, neuer, Multiplayer. Es ist nicht die Infinity Ward Engine, nicht Sledgehammer, nicht Infinity Ward und nicht Activision, nicht First Person. Also Third Person, ein Third Person Shooter könnten wir probieren. Ein Third Person Shooter, was fällt uns da ein? Tomb Raider ist kein Third Person Shooter, aber Third Person Adventure. Welches Tomb Raider willst du denn haben? Hitman. Mass Effect ist zu alt. Mass Effect ist, glaube ich, 2009. Wäre auch ein Rollenspiel. Könnte es aber alles noch sein. Ja. Uncharted und Sony rausballern.
Uncharted. Müsste man aber, glaube ich, schon Uncharted 2 nehmen, ne? Kann das sein? Warte mal, welches Tomb Raider bietet er denn hier an? Rise Shadow. Wir können ja Shadow of the Tomb Raider nehmen. Ist auf vielem erschienen. Vor allen Dingen, glaube ich, auch die Ära hier nach. Das nehmen wir mal. Aha! Ein glücklicher Rate-Dingsbums. Versuch. Ein glücklicher Rateversuch. Wir wissen, das ist Third Person und es ist ein Einzelspieler Only von 2018. Da denke ich direkt an God of War. Neu. Alright. Ist es nicht. Es ist nicht von Sony. Third Person Singleplayer 2018. Es ist Action. Es ist anscheinend Action. Es ist anscheinend nicht Warfare. Und es scheint anscheinend Action und Historical zu sein. Ist 2018 irgendein Skyrim erschienen? Nein, ist es nicht. Das ist 2013, 12 oder so. Es scheint ein Role-Playing-Game zu sein. Role-Playing-Adventure. Ein Assassin's Creed. Assassin's Creed finde ich eine ganz gute Geschichte. Welches Assassin's Creed wäre Origins? Kann das sein? 2018? Oder ist das noch älter? Könnten wir trotzdem machen, um es auszuschließen. Ich finde, Einzelspieler 2018, dritte Person, da kann man schon mal Assassin's Creed Origins Odyssey, wäre das. Okay. Bums! Tobi! Bam! Bam, Tobi, bam! Guck mal, jetzt läuft das. Nicht wie bei, was war es nochmal eben, was wir nicht erraten haben, wegen dem Kack Sony? Was hat Sony Irres gepublished? Was war das nochmal? Schon wieder vergessen. Aber wenn ich das Spiel sehen würde, wüsste ich direkt, das hat Sony gepublished. In Japan. Der Prinz, genau, der Prinz. Der Pipi-Prinz. So, Call of Duty. Warfare 3. Wird ja nie noch. Eigentlich müsste ich das ändern, das Spiel. Weil ich habe damit ja schon mal instant das Richtige getippt. Also es ist. Ah, das finde ich schön. Wir haben eins, das älter ist als 2011. Es könnte Shooter, Tactical oder Adventure sein, wieder Action und Warfare, ist aber echt oft. Aber ist ja klar, ist der Mainstream. Ne? Es ist aber nicht Infinity und nicht Activision. Und nicht First Person. Wir sind wieder im Third Person. Gedöns. Jetzt könnte man mal Batman Arkham Asylum nehmen. Oder für den Jo mal Arma. Aber ich glaube Arma? Welches Arma willst du denn, Jo? Dann nehmen wir mal Arma. Es war super speziell, aber hey, wieso, vielleicht hast du ja Glück. Oder wir. Arma 3? Wann ist? Ich kann Arma so gar nicht zuordnen. Arma ist first. Ja, Arma ist aber nicht drin. Es ist nur Arma 2, 3, Carmageddon und Armageddon-Kram drin. Ich weiß halt nicht, wann Arma 2 erschienen ist. Arma 1? Aha, Arma 2 wird neuer sein. Als 2.11, ne? Und wäre First Person. Vergiss es, ja. Achso, hast vollkommen recht. Ja, richtig, Arma ist First. Ein Ubisoft-Spiel mit Sand. Also. Ja, kommt. Lass mal Ubisoft ausschließen und Assassin's Creed 1 nehmen. Aha. Wir suchen ein Spiel, das zwischen 2008 und 2011 erschienen ist, Einzelspieler ist und Third Person. Das könnte Batman sein. Ich glaube, Batman ist zwischen 2008 und 2010 erschienen. Okay. Also, das Spiel ist von 2010. Einzelspieler, Third Person. Und wir haben was Neues.
Es ist entweder von Eidos gepublished, von Playcast Media, von Warner Brothers Games oder von Rocksteady developed. Aber Rocksteady hat halt nur Batman gemacht und es ist die falsche Saga. Es ist immer noch Action. Action ist relativ safe. Action. Und es ist relativ safe in Adventure. Was hat Eidos denn noch gemacht? Kane und Lynch wäre Co-op. Soweit ich weiß, oder? Hätte irgendeine Multiplayer-Variante Kane und Lynch. Nicht? 2010. Kam 2010 ein Tomb Raider raus? Guardian of Light. Nicht drin. Ist nicht drin. Guardian of Light ist, glaube ich, ein Indie-Game. Von wem sind die Final Fantasies? Die sind von, die werden von Square Enix gepublished oder gemacht mit. Wieso kein Remedy? Wieso nicht? Hier steht doch nicht kein Remedy. Da wäre eher die Frage, Alan Wake ist nicht gepublished von irgendwem hiervon. Das ist das Problem. Nee, also wir wissen nur, es ist entweder Eidos published oder Playcast oder Rocksteady developed oder Warner Bros. Aber Rocksteady developed würde ich ausschließen, weil die nur Batman zu der Zeit gemacht haben. Es ist anscheinend auch noch auf mehr erschienen als das hier. Also, was hatten wir denn da noch als Nintendo-Konsole? Was ist denn übergreifend erschienen mit der Nintendo Switch noch? 2010. Ubisoft war es leider nicht. Das wäre so ein Kandidat, der auf allen Plattformen veröffentlicht hat. Es kann auch nur Windows sein, ja. Kann auch nur PS3 oder nur Xbox sein. Aber jetzt haben wir gerade Warner Brothers Game. Also ich... Wir sollten uns beim Publisher jetzt nicht zu schnell auf irgendwas festsetzen. Ich finde übrigens auch krass, dass wir Unreal Engine ausgeschlossen haben. Sollten wir uns merken. Für mich stinkt das Ganze nach einem Warner Brothers Game. Was hat Warner Brothers denn noch gemacht? Haben die die Lego Games gemacht oder sowas? Aber die sind Co-op. Spechtmeise, du hast vollkommen recht. Es kann nur Windows sein. Und dann könnte es Eidos Published sein. Was haben die denn gemacht? So ein Deus Ex da nochmal rausgebracht? Oder ein neues Thief? Das neue Thief? Deadly Shadows? Das war doch Third Person. Batman haben wir ja schon. Das ist es nicht. Wäre die falsche Sage. Oh. Habe ich gerade Switch gesagt? Ich meine Wii oder Wii U, ja. Tobi, du hast vollkommen recht. Genau. Thief Deadly Shadows? Das kam doch 2010. Ich probiere das mal. Oh. Thief Deadly Shadows kam 2004. Wie hieß denn das Thief, was später rauskam? Ist aber eh die falsche Saga. Guck mal, Stealth und Action kommt hier beides nochmal wieder vor. Und wieder Adventure. Wir sind da auf der richtigen Geschichte. Also, PC scheint ja hier... Also PC ist auf jeden Fall safe. Vielleicht kriegen wir auch einen Tipp. Was fällt euch noch ein? 2010? Third Person. Oh, Harry Potter and the Deathly Hallows. Harry Potter. Deathly Hallows ist nicht drin. Wir haben Chamber of Secrets, Goblet of Fire, Prisoner of Azkaban and Sorcerer's Stone.
Eidos ist gesetzt. Du hast recht. Gut gesehen, Mythos. Es ist Eidos Published. Das könnte also irgend so ein... Was hat Eidos denn noch gepublished 2010? Da hatten sie nicht mehr Tomb Raider, oder? Eidos. Alter, was hat Eidos denn 2010 gemacht? Aber Harry Potter Lego ist halt Koop. Couch-Koop, Tobi. Just Cause. Ist das Eidos? Ich finde Just Cause gerade ganz gut, aber hat das nicht auch Multiplayer gehabt? Das erste vielleicht nicht. Wann kam denn das? Just Cause ist so eine Serie, boah, da weiß ich immer nicht. Gefühlt fängt er eher 2008 an oder so, 2009 und geht dann halt irgendwie bis 2019. Ich muss immer halt denken, wann habe ich das in der Redaktion irgendwo gespielt? Da war ich bei Golem und ja, da habe ich einen Just Cause mal aufgenommen. Das weiß ich noch. Ich glaube, das war auch nur Singleplayer. Aber war das Eidos Published? Kane & Lynch 2 war Single und Multiplayer. Okay. Aber Thief war auch blöd, weil wir Unreal Engine schon ausgeschlossen haben. Was sagt der Strom? 76%. Glaube ich, spinne. Aber auch nur, weil das Auto noch so viel zieht hier. Guckt euch das an. Furchtbar. Das Auto, ich verbrauche hier nichts fast. Ich verbrauche hier, was weiß ich, 400 Watt. Ja, wollen wir Just Cause probieren? Wow. Ist die richtige Saga, aber das falsche Jahr. Es ist Just Cause 2. Bums. Nice. Leute, nice. Unsere Serie geht weiter. Mal sehen, wie weit wir es treiben können. Nächstes, kommt. Kommt, Leute. Call of Duty Modern Warfare 3. First Person. First Person und neuer als 2011. Halo 5. Okay, neuer als 2015 und nicht auf der Xbox erschienen. Ansonsten wissen wir, dass es ein Shooter ist. Wir reden definitiv über einen Shooter, First-Person-Shooter, neuer als 2015. Da denke ich direkt an Doom. Da ist aber die Frage... Xbox, Microsoft, Doom ist halt auch auf der Xbox erschienen. Dann kann es Doom nicht sein. Killzone? Irgendwas Killzone 2? Sony? Das Killzone, was? Shadowfall? Killzone 3? Es muss ja neuer als 2015 sein. Wir wissen erst, dass es ein Shooter ist. Noch wissen wir gar nicht. Destiny. Oh, das ist ganz schwierig, Tobi, ja. Ich würde sagen, Destiny 2 könnte hier mit First und Third Person sein, weil man ja diese Passagen auf dem Bike hat. Wir wissen auch noch nicht, welcher Spielmodus es ist. Es könnte aber... Ja. Was wäre denn so ein klassischer Singleplayer? Killzone hat auch Multiplayer. Würde jetzt gerne Multiplayer mal ausschließen. Wenn wir so ein Prey. Prey ist First Person. Ah, welches ist das Richtige? Arcane waren die neuen, ne? Ach, schau mal einer, guck. Es ist neuer als 2017. Und es ist von Arcane und Bethesda. What?
Nee, Fallout hat Arkane nicht gemacht. Wolfenstein ist auch nicht von Arkane. Was hat Arkane denn noch gemacht? Die haben jetzt dieses Redfall gemacht. Das ist aber Multiplayer, soweit ich weiß. Obwohl, das kann es doch sein. Warte mal, Redfall. Ach, okay, Redfall ist es nicht. Ach, ist ein anderer Developer, ist Arkane Austin. Dann ist es Dishonored, ja. Aber Dishonored 2 dann, oder? Deathloop könnte es auch noch sein. Ist nicht Dishonored 2, ist auch die falsche Saga. Deathloop. Das ist auf jeden Fall auch die Void Engine. Wie geil ist das denn jetzt? Wir nehmen den Hinweis noch mit. Es ist ein Science-Fiction-Action-Stealth-Game. Das klingt für mich nach Dishonored. Dishonored. Nee, Moment. Dishonored ist es ja nicht. Hand-Stealth-Game? Bin ich jetzt komplett auf dem... Was ist Outsider? Death of the Outsider? Was ist denn das? Aber die Serie ist ausgeschlossen, genau. Ist ja ausgeschlossen. So, dann haben wir eigentlich nur Deathloop tatsächlich, ja. Aber Deathloop ist letztes Jahr erschienen, oder bin ich blöd? Nee. Redfall ist letztes Jahr erschienen. Deathloop ist 22 erschienen. Es ist Deathloop! Next! We're on a roll! Call of Duty. Okay. Es ist nicht Activision. Und es ist älter als 2011. Es ist vielleicht ein Shooter. Tactical oder Adventure. Und wieder Action und Warfare. Wahrscheinlich Action. Jetzt könnt ihr was sagen. Irgendwas von 2000... Irgendwas. Halo 1. Need for Speed 3. Naja, das wäre... Need for Speed wäre schon beschissen, I guess. Weil es so wenig Rennspiele sind. Da hätten wir schon sehr Glück. Lass uns ein bisschen taktischer rangehen. Wir könnten bei Rennspielen gerne Need for Speed eingeben, aber nicht jetzt so als zweiten Leben. Stefan, ich finde schon. Oh, da kommt Ravioli rein. Mit Metroid Prime, um einfach mal Nintendo auszuschließen. Das finde ich gut. Das kann man schon mal bringen. Wir nehmen Metroid Prime. Aha, schau mal einer, guck. Wir wissen, es ist ein Einzelspielerspiel. Grüß dich, Cracky. Es ist kein Nintendo-Game. Aber es hat Third-Person-Abschnitte. Es ist Third-Person und noch etwas anderes. Und es ist zwischen 2003 und 2010 erschienen. Single-Player-Only. Reservoir Dogs ist ein Film. Gibt's das als Spiel? Themen sind noch nicht festgelegt. Hm. Also kein Game auf Nintendo. Wir sind im PC- oder Konsolenlager. Ära Ende PlayStation 2 Xbox, Anfang PlayStation 3. Eins, das hier reinpassen würde, jetzt passt auf, irre ich mich vielleicht, wäre das nicht Dark Souls? Oder Demon's Souls. Von wann ist Dark Souls? 2009? Ist Dark Souls von 2009? Ist schon so alt? Hat Dark Souls schon 15-Jähriges? Man könnte Demon's Souls nehmen. Demon's Souls wäre Third Person. Dann nehmen wir Demon's Souls. Okay, es ist älter als 2009. Es ist nicht auf der PlayStation 3 erschienen. Nicht. Das heißt, es ist entweder Windows und Xbox oder nur Xbox.
Und es ist ein Adventure. Action-Adventure. Spider-Man, aber welches? Ach, das war blöd von mir, Demon's Souls. Das hat doch Koop, ja, hat doch Koop Sachen. Also, es ist Third Person, das wissen wir jetzt sicher. Es ist nicht von Bandai Namco und es ist nicht von Atlus. Das ist nicht aus, ist also schon gar nicht so eine blöde Info, sollten wir uns auch merken. Und es ist auch definitiv nicht von From Software. Diablo, aber welches, Sepp? Diablo, nein, das kann nicht sein. Diablo hat immer Multiplayer gehabt. Genau. PS3 geht halt auch nicht, genau. Baphomets Fluch ist doch viel älter. Baphomets Fluch ist deutlich vor 2003. Wäre auch nicht Third Person, oder? Gab es da ein neueres, irgendwie Baphomets Fluch 4, was ich gerade nicht auf dem Radar habe? Okay. Broken Sword 4. Würde ich sagen, ist ein Indie-Titel, aber gucken wir mal. Der ist nicht mit drin. Ist nicht mit drin. Third Person. Irgendwie, ich denke gerade an sowas wie Lollipop Chainsaw, obwohl das ist zu neu. Irgendwas, irgendein weirdes Capcom Third-Person-Action-Game. Aber dass das nicht auf der PS3 erscheint, wäre arg krass. Deswegen, ich tendiere so ein bisschen Windows-mäßig. Aber exklusive Windows-Spiele sind auch schon super selten in der Ära hier. Vielleicht irgendwas Xboxiges. Lass uns mal Xbox irgendwie ausschließen. Third-Person-Adventure, Blinks. Blinks ist 2001, aber irgendwie so in der... hat Rare irgendeins gemacht für die? Banjo-Kazooie? Das hat auf jeden Fall keinen... Nuts and Bolts. Das ist doch 360. Xbox 360. Fuck, das ist zu neu. Es ist nicht von Microsoft und nicht von Rare. Hatte mehr Spieler auch noch. Auch das noch! Cameo! Cameo ist ein guter Guess. Aber nee, geht ja jetzt nicht mehr. Wir wissen ja, Cameo war gepublished und auch... Also das ist ja durch die Kombo jetzt leider ausgeschlossen. Ansonsten fand ich ein super Guess. Ja. Mafia. Welches? Mafia 1 ist zu alt, ist 2001. Mafia 2 ginge. Mafia 2 ginge. Wird Mafia 2 ausgeschlossen durch irgendwas? Hat 2K gepublished? Ist Third Person? Es ist auf der Xbox 360 erschienen. Aber Mafia 2, Freunde, ist auch auf der PS3 erschienen. GTA 3 ist von 2004. GTA 3 gab es nicht auf der PlayStation 3, soweit ich weiß. Nur in dieser Collection. Das würde jetzt da so aber nicht stehen. Also GTA 3 wird hier angezeigt werden als PlayStation 2 und PC-Spiel. Frage ist da eher, ob das als Third Person komplett hier angegeben ist oder ob es da auch irgendwie so isometrisch Vogelansicht noch mit drin ist. Oder First Person geht ja theoretisch da auch. Aber könnte man schon probieren. GTA 3 finde ich jetzt nicht... Ja, GTA 3 ist doch aber von 2000... Ist das von 2004? Echt? Das ist ja ein Action... Also Adventure, da darf man sich nicht dran aufhängen, dass es dieses klassische Point-and-Click sein muss. In Verbindung mit Action ist es halt auch sowas wie Tomb Raider. Das zählt auch als Adventure. Siehst du? 2001 GTA 3, habe ich mir doch gedacht.
2004 war Xbox Release. Ja. Aber das würde ja passen. Ne, Moment. Die Xbox kam doch vor 2004, oder? Die kam doch nicht so spät. Relativ früh kamen dann die 360. Und es ist ja mehr als 360. Es muss also 360 und PC sein. Keine Ahnung, jetzt denke ich an sowas wie Singularity, aber das ist zu neu. Es gab doch da so ganz komische Games for Windows Live Games. Welche Games sind denn erschienen in der 360-Ära auch unter Windows mit diesem garstigen Games for Windows Live Logo? Habt ihr davon irgendwas mal gespielt? Aber es wäre Strategie. Nicht Third Person. Oh. Jade Empire. Wäre ein Rollenspiel. Ja. Nee, kann nicht sein. Jade Empire ist auch, glaube ich, von Microsoft gepublished gewesen, oder? Oder? Das war BioWare und? Wir hatten das gepublished. Er hat Jade Empire gepublished. Aspire? Nein, die machen doch nur Konvertierung. Guck mal, es könnte auch Racing sein. Ah, Wiki sagt BioWare, Aspire Media und LTI Grey Matter. Ja, wollen wir probieren? Warum nicht? Jade Empire. Okay, also das Spiel ist 2006 oder 2007 erschienen. Singleplayer. Damit sind wir auf dem richtigen Dampfer. Ich denke mal, Mac ist ausgeschlossen und dann wäre das hier richtig. Es hat irgendwas Actionmäßiges. Hier ist aber jetzt auch viel ausge... Guck mal, ist auch Xbox Microsoft Game Studios als Publisher mit drin. Deswegen hätte es das nicht sein können. War also gar nicht falsch, was ich gedacht habe, aber ist ja jetzt sehr, sehr schwer, gerade mit den Sachen. Jetzt sind wir genauso schlau wie zuvor. Ja, nicht ganz. Wir wissen ein bisschen mehr. Wir wissen, es ist nicht Electronic Arts Published. Es ist kein FIFA, zum Beispiel. Ne? Oder Take-Two auch nicht. Take-Two Interactive hat es auch nicht... Also das ist schon viel, was hier ausgeschlossen wird. Crackdown wäre nicht Singleplayer. Crackdown hat Multiplayer. Ja, Jade Empire ist ein gutes Spiel zum Ausschließen. Finde ich auch nicht schlecht, Mietos. Können wir gleich mal probieren, falls wir das hier schaffen. Weil es halt so viele Publisher hat, ne? Hinweis oder noch einmal raten? Das ist nicht auf PC. Also ich. Ach, was kam denn für. Was hat denn Microsoft? Man darf aber jetzt nicht so denken, was hat Microsoft? Das ist, glaube ich, der falsche Anlass. Weil wenn Microsoft es nicht gepublished hat, dann war es keine Microsoft-Initiative. Die haben ja keinem Geld gegeben, das was für die Xbox erscheint oder Windows. Das könnte echt noch vieles sein. Das könnte auch StarCraft 2 noch sein, oder? Das hat Multiplayer, okay. Kann nicht StarCraft 2 sein. Ja, ist auch nicht Third Person. Ja, ist ja gut. Ah, Call of Duty. Wir haben halt schon Activision ausgeschlossen. Wir haben echt richtig dicke... Es ist nicht Activision. Es ist nicht Bandai Namco. Dann muss es ja fast Capcom sein, Leute. Das muss Capcom fast sein. Es ist nicht Take-Two, nicht EA, nicht Microsoft, nicht Activision, nicht Nintendo. Also, lass uns irgendwas von Capcom von 2006 nehmen. Devil May Cry 2. Keine Ahnung. 3? 4? Oh, Ubisoft können wir noch probieren.
Oh ja, Assassin's Creed 2. Na fuck, wir haben die blöde Zahl gekriegt. 2006 ist, glaube ich, der Film, ist, glaube ich, Lost Planet könnte es auch sein, ja. Oh ja, es könnte Lost Planet sein. Einfach mal, um Capcom auszuschließen. Oh wow, es ist Capcom. Es ist, also mit Capcom haben wir, sind wir richtig schön raufgekommen. Sind wir richtig schön. Nee, Capcom, das war 2006 ist Japan-Release. Also es ist ein Third-Person-Shooter von Capcom. Kann ja jetzt nicht mehr so schwer sein. Hätten wir auch wissen können, PS3 nicht erschienen. Es ist ein, oh Gott, Vanquish? Nein. Vanquish? Vanquish auf PS3 erschienen? Monster Hunter kann es nicht sein. Ey, das Capcom-Game ist... Habe ich schon gesagt und jetzt wieder vergessen? Hatte doch eben so 2-3 gesagt. Bayonetta? Ist auf PS3 erschienen. Nee. Doch. Leute, kommt's! Microsoft hat Capcom Geld gegeben, um XY für die Xbox zu entwickeln. Wahrscheinlich relativ zum Start. Devil May Cry, das wird ein... Aber Devil May Cry ist immer für die PlayStation 3 erschienen. Immer. Es ist Dead Rising. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein, das ist richtig. Dead Rising ist PS4 dann später gekommen, aber war am Anfang ein Exklusivtitel tatsächlich. Sehr gut, Tobi. Sehr gut. Und jetzt fangen wir an mit, was haben wir gesagt, Mythos? Jade Empire. Aha. Es ist ein Einzelspielerspiel. Es ist nicht Microsoft, nicht 2K, nicht Take-Two und nicht EA. Und es ist neuer als 2005. Skyrim ist Bethesda-only. Wäre First-Person. Okay, es ist nicht Bethesda. Guck mal, wo Skyrim, Windows, PS3, 360, PS4, Xbox One, Switch, PS5 und Series XS. Ja, Action, es ist so vieles Action-Adventure, ey. Es ist neuer als 2011. Es ist nicht Third Person, es ist nicht First Person und es ist nicht VR. Es ist also entweder ein Rennspiel, eine Seitenansicht oder isometrisch. Denk gerade irgendwie Civilization. Aber es wäre kein Adventure. Noch größer machen für euch? Also. New Super Mario Bros. U. Wäre Koop leider. Ja, das hat Multi. Aber ich finde die Nintendo-Idee gerade gar nicht so kacke. Das Problem ist, wenn es bei Nintendo groß rausgekommen wäre, dann wäre es nicht auf einen dieser anderen Plattformen, ne? Hades hat... Hades?
Ist das ein Indie-Game? Hades? Einfach um die Perspektive zu checken? Mochte ich. Es ist nicht isometrisch. Also, wir reden über Seitenansicht, Leute. Wir reden über Seitenansicht. Das ist auch kein Rennspiel und es ist älter als 2018. Hades ist ein Drama. Lol. Guck mal, Hades ist auch als Indie-Game tatsächlich drin. Limbo. 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 Da hätten wir die Seitenansicht fest drin. Wäre meiner Meinung nach aber auch ein Indie-Game und wir haben keine Indies, ne? Plus Limbo war, glaube ich, von Microsoft gepublished. Nee, war es nicht. Quatsch. Salt and Dingsbums ist Indie, ja, definitiv. Noch mehr als Limbo. Haben wir Capcom schon? Lass uns mal ein Capcom-Game. Solo Capcom hier. Devil May Cry, das neue. Ach Quatsch, das ist ja Third Person. Alter, ist das krass. Was ist denn hier mit dieser seitliche Shooter? Dieses Metroidvania, was so actionmäßig war. Das war 2012 bis 2017. Boah, da vergesse ich immer den Namen. Haben viele gespielt. Konnte man so horizontal aimen. Metroidvania ist das, nicht Ori. Nee, 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 nee. Ori könnte es nicht sein wegen Microsoft. Nicht Katakis. Oh, wie hieß es denn? Ist so leicht futuristisch, Industriekomplex. Und dann fängt man an, da rum zu crawlen. Gott. Aber ja, es wird auch, ich glaube, wir reden hier über ein Metroidvania. Relativ sicher. Es bleibt nichts anderes mehr übrig, außer auditiv und das wird es nicht sein oder nur Text. Es ist Seitenansicht, ein Sidescroller. Ein Sidescroller von 2012. Also ich finde ja... Ja, in Castlevania ist da schon nicht mehr rausgekommen, Spechtmeise. Da waren die. Hollow Knight ist zu Indie. Ist das nicht sogar neuer als 2017? War Hollow Knight schon draußen, als Hades rauskam? Ich würde die relativ gleich sehen. Vielleicht sagen, Hollow Knight ist neuer. Mario kann es nicht sein, dann wäre es nicht auch auf diesen Plattformen. Obwohl, hier ist die Switch mit bei. Hey! Ja, Ori and the Blind Forest ist auf allen Plattformen erschienen, das stimmt. Aber es ist halt von Microsoft gepublished. Wäre ich doch ein Mario. New Super Mario Bros. U. Einfach mal machen. Passt für mich nicht zu Adventure, Leute, aber wir haben auch Roleplaying. Das wird irgendein Side-Scrolling RPG sein. Ich weiß, davon gibt es nicht viele, aber das muss es sein. Es hat auch Multiplayer. Gut, danke Ravioli. Gerade noch so gerettet. Sehr richtig. Eine Plattform kann halt alles irgendwo hier draus sein oder ein Mix. Wir sind bei der Plattform noch nicht sehr schlau. Hat Ubisoft irgendwas in der Art gemacht? So ein Rayman oder so? Ich kenne nicht mehr viele. Child of Light. Hm.
Klingt für mich auch so Indie. Ist Child of Light von Ubisoft? Ja, ne? Könnte man dann zumindest ausschließen. Okay. Also, Seitenansicht ist jetzt gesetzt. Das wussten wir zwar schon. Ubisoft ist auch ausgeschlossen. Singleplayer 2015, 2017 Seitenansicht. Nicht Ubi, nicht Bethesda, nicht Microsoft, nicht 2K, nicht Take-Two, nicht EA. Aber nicht EA ist auch so hart. Wir wissen auch noch gar nichts groß bei den Genres, außer dass es wahrscheinlich ein Rollenspiel ist. Kingdom Two Crowns ist vor allen Dingen zu Indie. Ich glaube auch zu spät, aber auch zu Indie. Guck mal, Rollenspiel ist überall drin. Kingdom Two Crowns hat Multiplayer? Wusste ich gar nicht. Oh, das sieht mir echt nach einem schwierigen hier aus, den wir haben. 2015. Wo war ich da? Das war Ende Golem. Puh. Dieses Fallout-Ding kann es ja auch nicht sein. Das wäre wieder Bethesda. Es wird halt immer noch dieses eine Spiel, an das ich denke, was so Metroidvania-mäßig ist, passt, aber fällt mir der Titel ja leider nicht ein. Ich bloß wüsste, wie das heißt. Ah. Deponia Doomsday? Nur das Ursprungsdeponia. Seitenansicht. Wenn wir hier jetzt stehen hätten, 1990 bis 1995, dann hätten wir wenigstens Titel, die wir durchgehen können. Dead Cells ist zu neu. Dead Cells ist nicht 2017, Dead Cells ist irgendwie 2019. Und ja, bei Seitenansicht denkt man halt hauptsächlich an Indies, aber es ist ja offensichtlich kein Indie-Game. Weil wir die ausgeschaltet haben. Also auch Hades kann es eigentlich nicht sein, weil wir jetzt wissen, dass Hades den Indie-Tag hat. Und wir sehen das jetzt halt, aber das kann es nicht sein. Das ist zu Indie. Also wir reden schon über einen großen Release. In der Seitenansicht. Also nicht mal irgendwie Harvest Moon oder so ein Crafting-Survival, irgendeine Open-World, Terraria, hat Multiplayer, ne? Terraria. Rainworld, Owlboy, das ist alles mega Indie. Gibt es, ich glaube, Owlboy ist viel zu neu. Bin mir ziemlich sicher, dass Owlboy zu neu ist. Rimworld wäre auch zu neu und von oben isometrisch. Wir müssen irgendwas raten, damit wir einen Tipp kriegen, Leute. Sagt mal, ja, Plusi, ich denke auch schon Rayman, aber welches soll da erschienen sein? Irgendwie für Mobile oder was? Rayman, was haben wir denn da? Origins? Kann es nicht sein, weil wir Ubisoft ausgeschlossen haben. Ja. Tobi sagt es auch gerade jetzt. Cuphead wäre Microsoft. Geht auch nicht. Vielleicht doch Hollow Knight. Let's try. Ist nicht Hollow Knight. Es ist also nicht Unity Engine. Es ist nicht Unity. Das ist auch ein Riesending. Action Fantasy. Übrigens, Hollow Knight auch Indie-Tag, ne? Also Indie kann es nicht sein. Irgendwas ist gerade passiert und jetzt weiß ich schon... Ah, der Hinweis. Oh, ist von Bandai Namco. Ist von Bandai Namco, Leute.
ist von Bandai Namco. Das hat... Das kann Bandai Namco Seitenansicht 2017. What? Irgend so ein Dragon Ball 2D-Kram? Death Gambit ist, glaube ich, auch Indie. Bandai Namco. Spiele ich gerade Sandland von denen? Ach, Leute! Aber dann geht leider nicht. Ich hatte jetzt an Beat'em Up oder so gedacht. Aber Beat'em Up hat Multiplayer. Nee, es hätte Multiplayer. Couch-Koop. Also Couch-Multiplayer. Das wird irgend so ein Adventure-Rollenspiel. Das wird ein 2D-Rollenspiel sein. Mit Seitenansicht. So Children of Mana-mäßig. Aber das ist nicht von Bandai Namco, oder? Das ist wieder Square. Na, ja, sowas wie Mortal Kombat, wie gesagt, geht nicht, weil es Singleplayer-only ist. Ah, Leute, der Tipp ist aber gut. Wir wissen sogar den Dev, da könnte man jetzt googeln. Aber, also ich kenne die Tarsier-Studios nicht, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, das wäre eigentlich voll der geile Tipp. Das ist irgend so ein Japano-Rollenspiel. Little Nightmares. Ich glaube, das stimmt. Ah. Gut. Hast du geguckt, was die developed haben? Wäre ich nicht drauf gekommen, Leute. Wäre ich nicht drauf gekommen. Windows, PS4, Xbox One und Switch. Platformer, Puzzle, Adventure. Seitenansicht, Einzelspieler, Unreal Engine, Bandai Namco und Tarsier Studios. Ja, wieder was gelernt. Harte Mutter, ja. Deswegen machen wir noch eins. Cracky, sag an, erstes Game. Möglichst großer Publisher und möglichst so zwischen 2005 und 2010, um es zu splitten. Wir haben alle Spiele ab 1980 drin, nur keine Indies. Ist überhaupt drin? Pong wäre drin. Okay, er will unbedingt Nintendo direkt ausschließen. New Super Mario Bros. U. Also, es ist älter als 2012. Es ist nicht auf der Wii U erschienen. Es ist aber ein Platformer oder ein Adventure. Es ist vielleicht Comedy und für Kids und Action. Einzelspieler, Mehrspieler, kooperativ. Nicht Nintendo, nicht Seitenansicht. Was ist das erste Rayman Plusi oder was? Von 1998. Rayman 2, The Great Escape. Weil Rayman 1 wäre Seitenansicht. Rayman 2 ist Third Person. Komm, jetzt nehmen wir mal Arma. Aber es gibt nur Arma 2 und das ist, da bin ich mir schon wieder nicht sicher, ob das älter als 2012 ist. Oddworld, Tobi, es ist nicht Seitenansicht. Es ist nicht Seitenansicht. Und wir nehmen mal Rayman 2. Dann können wir 1998 bis 2012, finde ich, ist ein ganz guter Gap. Ach, schau mal einer an. Dritte Person stimmt, Singleplayer only auch. Und wir gucken nach einem Spiel von 2000 bis 2011. Shadow Man. Immer noch zu alt. Shadow Man ist 98. Tomb Raider. Finde ich ein guter Guess jetzt. Welches Tomb Raider könnte es sein? Tomb Raider neu. Es könnte auch Anniversary oder Legends sein. Da ist Cracky doch gerade der Chef im Thema Tomb Raider. Legend, ne? Ja, komm, warum nicht?
Falsche Saga. Aber wir wissen, es ist zwischen zwei, es ist also Xbox 360, PlayStation 3. Xbox 360, PlayStation 3 Ära. Nicht Ubisoft, nicht Eidos. Guck mal, Eidos hat das tatsächlich noch gemacht bis 2006. Interessant. Das bedeutet aber auch, es könnte jetzt tatsächlich noch irgendwie das erste neue Tomb Raider sein, weil das von 2011 ist, oder? No More Heroes wäre Third Person. Wir hatten das nochmal gepublished und gemacht. Batman Arkham Asylum, finde ich, könnte hier stimmen. Es ist auf jeden Fall Action. Ach, was, Sega. Ja. Boah, Batman probieren, finde ich eigentlich einen ganz schönen Guess. Also 2010, 2011. Ansonsten haben wir wieder nichts gelernt. Und wir hätten Eidos ausschließen können, weil, also hätten ausschließen können, weil an Batman von Eidos anscheinend in Japan gepublished wurde. Kein Unreal. Ja, Spechtmeise gut gesehen. Und auch kein Renderware. Ein Action-Game. Ein Action-Adventure, Third-Person. Nicht von Ubisoft. Electronic Arts ist noch im Rennen, ja? Die müssen doch auch eigentlich sowas ausgebracht haben. Könnte übrigens auch immer noch ein Rennspiel sein. Also Rennspiele sind auch Third Person. Aber es wäre auch First Person bei sowas wie Forza. Mass Effect 2. Kurz mal durchgehen. Wäre Einzelspieler. Skyrim könnte es auch sein. Dirt 3. Ja, pass auf, wen ist es das? Das sind alles drei gute Vorspiele. Also sind Vorschläge, die man machen kann. Mass Effect 2 wäre Multi. Ach, wegen Multiplayer, ja, dann geht's nicht. Dead Space, stark. Stark, Spechtmeise. Es kommt über Tobis Vorschlag mit rein, ne? Das wäre Electronic Arts. Lass mal Dead Space probieren. Das ist 2010 oder 9? Welche Engine hat Dead Space? Seine eigene? Ich würde es allein deswegen jetzt gerne eingeben, um zu wissen, welche Engine Dead Space benutzt. Die Godfather Engine von 2008 übrigens. Das ist nicht Electronic Arts. So, was war der andere? Mass Effect. Ist ja auch noch im Rennen. Oder wollen wir erst den Hinweis? Oder erst Mass Effect? Erst Mass Effect. 2. Uff. 2011 haben wir jetzt. Jetzt nehmen wir den Tipp. Okay. Es ist Havok Physics, die Red Engine und Speed Tree. Ist es wieder Just Cause? Die Red Engine, das ist doch mit Havok Physics hier das Ding, wo man alles kaputt schlägt? Wie heißt das Spiel denn? Das habe ich doch installiert. Wie heißt das Spiel denn nochmal? Nein, nicht mehr installiert. Wie hieß denn das nochmal? Hier, Red Faction. Guerilla. Red Faction Guerilla. Ist das 2011? Ich würde ja sagen, das ist älter. Das heißt nur Singleplayer. Das würde hinkommen, soweit ich weiß. Red Engine ist CD Projekt. Dann wäre es Witcher 1. 2.
Leute, wir sind ein Dreamteam. Ist gut? Macht Spaß? Machen wir noch weiter? Ich frag mal. Okay, reicht mir schon. Euer Feedback im Chat ist schon... Wir sind aktuelle Serie 7. Vielleicht kriegen wir einen 10er. So, wer fängt denn heute mal an jetzt? Aquila. Ein Spiel, möglichst zwischen 2005 und 2010, aber nehm, sag einfach irgendeins, ist wurscht. Bis wir versagen, Sepp, das ist gut. Bis wir versagen. Batman, NetHack. Ich hab Aquila gefragt. Das ist kein Spiel. Street Fighter 2. Komm, Aquila, dein Lieblingsspiel. Ah, das stimmt, Jo. Lass uns lieber 10 schaffen und dann aufhören. 10 oder... Mal gucken. Spider-Man XY? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, welches Spiel was ist. Also Marvel Spider-Man scheint die neue Serie von Sony zu sein und das hier die Dinger auf der PlayStation 2? Lernen wir was. Also, Spider-Man 2 war von Activision. Schon mal gut, dass wir das ausgeschlossen haben. Treyarch, krass, guter, muss ja ein gutes Spiel sein. Third Person ist es nicht. Action, Science Fiction oder Open World, ist es neuer als 2004. Und es ist nicht die Unreal Engine. Das sollten wir uns merken. Half-Life 2. Muss ich glatt überlegen, ob Half-Life 2 nicht schon erschienen war 2004. Und ich würde sagen, das ist da schon erschienen. Counter-Strike Go auch. Oh, es ist nicht Singleplayer. Super gut gesehen, Plusi. Elder Scrolls Online. Okay. Finde ich gar nicht schlecht. Also wir wissen, es ist unter anderem First Person. Wahrscheinlich ist es First Person. Jetzt haben wir Activision schon ausgeschlossen, sonst würde ich jetzt ein Call of Duty reinnehmen. Es könnte ein MMO sein. Aber vielleicht auch nur mehr Spieler. Es ist Action auf jeden Fall und es scheint auch Open World zu sein. Action, Open World... In der First Person. Könnte Minecraft noch sein. Könnte Minecraft sein, Leute. Es ist kein Adventure. Es ist kein Adventure. Ich muss gerade mal auf Toilette. Minecraft hat interessant, Elite Dangerous. Gott,
Kommt von der Zahl vielleicht ganz hin? Das Weltraumgame mit Politik? Outer Wilds ist zu neu. Das ist 2019. EVE Online ist zu alt? War 2003. Echt Geldschlachten, EVE. Also wie gesagt, EVE ist zu alt. EVE ist 2003. Wäre auch nicht First Person. Oder, ach, du meinst, das EVE, das könnte sein. Das ist hier, glaube ich, nicht drin. Dieses EVE Online Rust 514. Rust ist drin, aber nicht. Also, keine Ahnung, wie es genau hieß, aber das ist es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Counter-Strike hat auch einen Singleplayer-Modus, Plusi. Guild Wars 2 hat auch einen Singleplayer-Modus. Was hat keinen... hier so... Tarkov? Wollen wir Tarkov nochmal nehmen? Aber es ist ja nur bis 2013. Das macht's echt ein bisschen knifflig. Huh. Machen wir ein anderes Album rein. Second Life. Das würde hinkommen zeitlich. Phasmophobia viel zu neu. Plusi. Kein Unreal Engine, ja. Second Life wird hier nicht mal drin sein, würde ich sagen. Ne, ist auch nicht drin. Ah, Infamous war gerade noch eine schöne Sony-Franchise mit Action-Adventure, die ich ansonsten vergessen hätte. Assassin's Creed Mirage, du Witzbold. Ja, aber haben wir was von Ubisoft in dem Bereich? MMO, Koop, Multiplayer only? Jetzt werdet ihr aber albern, Leute. Dead by Daylight ist auch zu neu. Second Life war zur Zeit von Facebook, 2009, 2010, 2011. Ist World of Warcraft ausgeschlossen wegen Activision? Oder war Blizzard da noch nicht dabei? Da war Blizzard noch nicht dabei. World of Warcraft. Wow, ist definitiv Third Person. Und Diablo ist nicht Third Person. Das wäre isometrisch. Hm. Aber schon knifflig hier jetzt. Fantasy, Open World, Action. Eher Open World und Action. Ein Strategiespiel gibt es ja nicht ohne Solo-Modus. Wäre mir nicht bewusst. Also wir reden schon eigentlich über MMOs. Wir können doch mal ein MMO mit Third Person. Ah, ich würde sagen, es geht hier nur um Third Person. Nee, geht ja nicht um First Person. Ich würde sagen, eher ein Shooter, ja. Battlefield hat halt auch Singleplayer. Arma. Arma 2 wird doch jetzt vielleicht passen, oder? Hat halt eine... Es ist ein blöder Guess, wenn es nicht stimmt, weil es dann... Aber da könnten zumindest andere Themen mal kommen. Hier, irgendwie Warfare oder so. Ich kann mich an Arma 2 nicht erinnern. Ich weiß nicht, wann das erschienen ist. Wann habe ich... Ich habe Operation Flashpoint 99 gespielt. Dann kam Arma, würde ich sagen, 2003 oder so. Haben alle von den Battle Call of Honor Spielen Singleplayer? Ich glaube, ja.
Nimm mal was aus der Mitte der Jahresspanne. Ja, ich weiß halt, wie gesagt, nicht 2008 können wir ja gerne nehmen. Oder einfach nur irgendwas. Irgendein Game von 2008? Haben wir ein MMO von 2008? Oder 9? Da kam einiges. Arma 3? Okay. Arma 3 ist von 2013. Da haben wir schon mal ein Jahr weg. Halo Odyssey hat einen fetten Singleplayer-Modus. Hier, dieses Battle Royale-Dings da. Meinst du, PUBG ist von 2016 oder 17? HZ1N. Mhm, das könnte sogar passen. Ist leider zu Indie. Ach, guck mal. Also ich bin mir wirklich sicher, dass es nur Third Person ist. Hier haben wir jetzt zum ersten... Es ist ja kein Adventure. Es ist kein Beat'em-up oder Hack'n'Slash. Und es ist kein Rollenspiel, Leute. Es ist kein Rollenspiel. Es muss ein effing Shooter sein. Es muss ein Third-Person-Shooter online-only sein. Sowas wie... Wie heißt das von Sony? Crimson Ops-Dingsbums. Wie heißt denn nochmal der Shooter von Sony? SOCOM. Ich meine auch nur First Person. Nur First Person meine ich. Ja, nur First Person. Ein First Person Shooter. Dann kann es nicht SOCOM sein. Simulator. Arma 3 hat den Tag Simulator bekommen. Tactical Strategy Shooter. Action Sandbox Warfare. Nicht Open World. Aber wir wissen ja eigentlich... Ja gut, wir wissen nicht, ob es Open World ist. Kann auch einfach nur ein Action Shooter sein. iRacing. Counter-Strike Go ist von wann? Counter-Strike Go ist dabei. Ich weiß, ich würde ja fast sagen, es ist neuer als 2013. Oder? Weil Counter-Strike wurde erstmal ewig gespielt, bevor Go kam. Serious Sam. Source könnte es sein. Echt? Ja, komm. Wow! Damn! Nice one! Seht ihr, das ist das Teamplayer hier. Ganz stark. 2012. Bam, Alter! Richtig stark. Über Spider-Man 2, The Elder Scrolls Online, Arma 3 zu Counter-Strike Global Offensive gekommen. Richtig stark. Komm, da gehen wir nochmal rein. Nächstes. Ich teile mit Bluesy. Sehr schön, Tobi. Wer hat denn noch nicht den Start gemacht? Spechtmeise. Any Game. Batman. Arkham Asylum. Bums. Stimmt. Nee. Also neuer als 2009 und Singleplayer only. Nicht Third Person, wahrscheinlich dann First Person. Könnte ein Beat'em Up sein. Action. Stealth. Zumindest Windows oder wirklich auch schon die richtige Ära. Zweite. Es ist nicht Warner Brothers, nicht Rocksteady. Nicht Playcast, nicht Eidos. Bioshock Infinite. Warum nicht? Ist halt sehr nah dran an 2009, aber warum nicht? Oh, Moment. Das ist Unreal Engine, ne? Bioshock Infinite ist Unreal Engine. Das können wir nicht nehmen. Da bin ich mir relativ sicher.
Doch. Glaube ich schon, ja. Bioshock war definitiv Witcher 2. Na, lass uns was von 2015 nehmen. Was hier, Devil May Cry 4. 5. Devil May Cry 5. Okay. Nicht Capcom. Und nicht die RE Engine. Ah ja, war blöd, Third Person. War blöd, habt ihr vollkommen recht. Habe ich mich hinreißen lassen. Wir müssen doch was mit First Person nehmen. 2018 bis 2010. Okay, kein Resident Evil, ja. Ein 2D-Spiel? Ja, aber welches? Sag mir ein 2D-Spiel, was erfolgreich ist nur für Singleplayer aus der Ära. Es wird schon hart. Wenn es kein Indie ist. Aber ja, kann natürlich auch noch Seitenansicht sein. Fallout 4 wäre unter anderem Third Person, das kann es nicht sein. Pikmin. Er hatte immer Multiplayer auch. Bis aufs Erste. Und selbst das hatte Multiplayer. Nee, das Erste hat nur Singleplayer, aber ist ja viel zu alt. Mit den Four Houses, du meinst Fire Emblem? Meinetwegen. Müssen wir das Richtige wählen. Fire Emblem Three Houses. Aber das ist weder hier, ist hier nicht drauf erschienen. Das ist Quatsch. Das brauchen wir nicht tippen. Es muss ja auf PS4, Xbox One oder PlayStation PC sein. Ah, Devil May Cry 5 war auf so vielen Ebenen ein beschissener Versuch. Wenn wir es jetzt an einem Leben am Ende nicht hinkriegen, dann bin ich schuld. Ist ja furchtbar. Also Leute, First Person, irgendein Ego-Shooter. Singleplayer only. Doom hatte Multiplayer. Halo hatte immer Multiplayer. Plusi. Half-Life 4. Half-Life Alyx? War noch nicht draußen 2018? Rage. Hatte Rage keinen Multiplayer? Rage, finde ich, kann man machen. Wäre die Frage, ob man Rage 2 nimmt, um das Datum schön zu splitten in 2015. Fallout 4 kann es nicht sein. Das heißt ja auch Third Person, Dicky. Prey könnte es sein. Ist aber halt am äußeren Ende hier. Ich weiß halt nicht, ob Rage 2 nicht dann doch Singleplayer hatte. Aber Rage 2 ist 2015 und Rage ist, glaube ich, 2010. Mama Rage, aber welches Rage? 1 oder 2? Los, Chat. 1 oder 2? Einfach nur jedermann eine Meinung. Ich glaube, Rage 1 ist 2010 und Rage 2 wäre 2015. Okay. Aha. Also, es ist First Person, aber nicht von Avalanche, Bethesda, id Software. Es ist... Oh, Rage 2 war 2019. Das hat uns leider nicht geholfen. Ich bin so dumm. Aber wir wissen, dass es First Person ist. Dreimal irgendwie dieselbe Ära fast geraten. Shooter, Racing, Adventure. Adventure ist wieder stark da. So Action-Adventure. First Person Action-Adventure. Könnte doch Dishonored sein, ne? Aber Bethesda hat es ja doch nicht gepublished. Jetzt denke ich an ein Uncharted. Uncharted 3. Geht ja gar nicht. First Person, Michael. First Person. Denk doch mal nach. Borderlands 2 hätte nicht nur Singleplayer.
Borderlands ist Unreal, das stimmt. Mirror's Edge. Wäre, finde ich nicht schlecht. Welches denn? Duke Nukem, welches? Das neue, Forever? Hat, glaube ich, Multiplayer. Hat definitiv Multiplayer. Boah, das erste Mirror's Edge. Mirror's Edge Catalyst, weiß ich nicht, wann das war. Aber Mirror's Edge ist, glaube ich, 2011. Und wäre EA. Mirror's Edge hat Unreal Engine. Catalyst? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ein Crysis, die haben alle Multiplayer. Halo ODST hat auch Multiplayer. Halo ODST? Hat Koop. Halo ODST hat Koop. Doom hat Multiplayer. Assassin's Creed haben wir noch nicht ausprobiert. Wäre aber nicht First Person. Catalyst hat Frostbite. Na komm, dann versuchen wir Catalyst. Halo 2 hat Multiplayer. Also 2010 bis 2015 sind wir vorwärts gekommen. Ist es nicht EA? Also wir reden über ein Action-Adventure, Leute. Es ist ein Action-Adventure. Catalyst hat übrigens mehr Spiele. Aber wir wollten das ja nur ausschließen. Ein First Person. Lasst uns jetzt noch irgendwas Großes aus irgendwie hinkriegen, bevor wir gleich den Tipp nehmen. First Person Racing wäre nur iRacing. Das geht also nicht. Wäre vor allen Dingen auch Multiplayer. Irgendeine große Spielengine, vielleicht sowas wie Unity. Das könnte ich mir ja durchaus vorstellen. 2010 bis 2015 ein Unity-Game, First Person. Es ist nicht Capcom, vielleicht wieder Bandai Namco. Was haben wir noch? Da müsste man eine Liste machen, ne? Es gibt kaum Shooter in Unity, okay? Aber es, ja, es muss ja auch kein Shooter sein, ne? Kann ja ein Action-Adventure sein. Also sowas wie dieses Rätselding, wo man da immer, nicht Portal natürlich, sondern Portal? Wann kam Portal 2 raus? Ist Portal 2 in irgendeiner Form hier nicht? Talos Principle meinte ich, genau, Ravioli. Portal 2 hat Koop, du hast ja vollkommen recht, aber Talos Principle hat es nicht. Bei Talos Principle weiß ich nicht, wer es gepublished oder gemacht hat. Aber Talos Principle Action. Nee, es kann ja auch. Naja, da hast du recht. Da ist wenig Action drin. Da ist wenig Action drin. Da ist sehr wenig Action drin. Wie heißt das von Microsoft? Haben wir Microsoft hier schon? Nee, ne? Wie heißt es, wo jetzt der zweite Teil kommt? Senua's Sacrifice, die Gedöns. Wie heißt da das erste? Oh, ihr immer, ihr hört Microsoft und dann ballert ihr immer Halo in den Chat, ihr Nasen. Es ist Singleplayer only. Hellblade. Von wann ist das? Bioshock 2. Glaube ich zu alt. Müsste mal gleich mal. Senua's Sacrifice. Ist Third Person, ist Quatsch. Bioshock 2. Ja, ja, ja. Bioshock 2.
Da war die Sache, dass es Unreal Engine ist. Also glaube ich zumindest, ja. So schön, wenn wir die gleichen Gedanken gleichzeitig haben, das liebe ich. Denkt mal an das Genre hier so, What About Edith Finch Gedöns. Irgendwie so, ich dachte Walking Simulator, aber das passt mit Action einfach nicht. Metro. Metro. 2033. Das wird passen. Nicht Exodus, viel zu neu, aber 2033 wird passen. Bums. 2010. First Person, es ist nicht diese Saga, aber es ist ein Action-Adventure-Shooter. First Person Shooter-Adventure. First Person Shooter-Adventure. Hinweis? 2013. Ein First-Person-Adventure mit Action-Einlagen. Von 2013. Metro ist ein Adventure, so. Naja, ja, ich würde schon noch, dass man da erkundet, ne? Also es zählt hier noch mit drunter. Ich habe das eben schon mal erklärt. Also sobald hier irgendwie Action in Verbindung mit Adventure ist, ist es das klassische Action-Adventure. Adventure ist nicht Point-and-Click-Adventure. Crysis hat immer Multiplayer. Oh, es donnert. Oh. Oh. Da werde ich auch mal die Fenster schließen. Wo wohnst du eigentlich nochmal, Craig? Aber 3, nur Singleplayer, jawohl. Gute Nacht, Spechtmeise. Also wir sind halt bei den Themen bis auf Action auch noch überhaupt nicht weit, ne? Ich befürchte, das kriegen wir nicht raus. Es ist ein First-Person-Game. Irgendwas, wo man... Oh, welche Adventure-Reihe oder welches Game? Minecraft kann es ja nicht sein, das hat Multiplayer. 2013. Könnte schon Early Access sein. Stefan, First Person. Tomb Raider hat immer Third Person. Hat immer... Deswegen kann es das leider nicht sein. Call of Juarez Ganslinger. Monster Hunter hat auch Third Person. Ganslinger. Nee. Chrome Engine wäre es gewesen, Techland. Ich finde, der Guess war gut. Oh, man hat nur noch Arcade zusätzlich zu Shooter Adventure. Ansonsten war da vieles richtig. Ja, stimmte auch. 3 Leben, Leute, das wird knapp. Wir haben ja noch den Google Joker. Wir könnten machen List von Spielen 2013. Aliens Colonial Marines weiß ich tatsächlich nicht. Könnte sein. Ist das First Person? Das war ein richtig schlechtes Spiel, aber ich glaube, das hat Multiplayer, das Aliens Colonial Marines. So, Bioshock Infinite. Haben wir bisher nur wegen der Engine nicht genommen.
Wird auf jeden Fall passen. Beyond Two Souls. Nicht First Person. Mal gucken, ob hier irgendwas First Person ist. Battlefield 4, ja, aber Multiplayer. Last of Us ist Third Person. GTA, Third Person, Third Person. Metro ist ja nicht die richtige Saga. Saints Row hat, glaube ich, Multiplayer, oder? Saints Row 4? Ist Third Person. Metal Gear, Call of Duty Ghosts. Bioshock Infinite Seebestattung. Keine Ahnung, was das ist. Dota Outlast. Outlast war doch... War Outlast? Outlast war, glaube ich, Single. Also Aliens Colonial Marines ist auf jeden Fall erschienen. Payday hat Multiplayer. Warframe ist Third Person. Hat irgendeiner von euch Outlast gespielt? Was sagst du jetzt mit schlechter Engine? Stanley Parable. Da habe ich auch dran gedacht, kurzzeitig. Ohne den, dass mir der Titel eingefallen wäre. Sly Cooper, Deadpool. Ach, Outlast ist Unreal Engine, okay. Far Cry Blood Dragon, haben wir Ubisoft draußen? Haben wir nicht. Das war nur Singleplayer. Das ist von 2013? Ist das hier mit bei? Hast du das hier gesehen? Ist hier doch gar nicht bei. Doch, da. Also, in der Auswahl ist Aliens Colonial Marines, es sei denn, jemand von euch erinnert sich definitiv daran, dass das Multiplayer hatte, so wie ich. Weil das Spiel war halt scheiße, dann kannst du ja nicht, dann musst du doch wenigstens irgendwie Koop gehabt haben oder so. Eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Und wir wissen nicht, ob Bioshock Infinite nicht Unreal Engine, also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, ob es Unreal Engine hatte. Arma 3 ist erschienen. Ja, das war's. An den Großen. Hatte Multiplayer, okay. Ja, dann bleibt ja jetzt eigentlich nur noch Far Cry übrig, sehe ich das richtig? Bioshock Infinite? Wie sieht's bei den Plattformen aus? Also wenn Bioshock Infinite die Unreal Engine nicht haben sollte, finde ich, ist das noch ein großer, harter Unreal Engine. Okay. Na dann. Crusader Kings. Metal Gear Solid oder Rayman Legends. Was ist denn das? Critically Acclaimed Titles. Deus Ex Human Revolution ist aber Third Person, ne? Nee, gar nicht mal. Moment mal. Deus Ex Human Revolution hat definitiv kein Multiplayer. Und Square Enix ist auch noch nicht auf der Liste. Spricht etwas gegen Deus Ex Human Revolution? Wäre aber der Director's Cut. Okay. Das wäre behämmert. Der ist hier drin, aber das fände ich beschissen, wenn es das wäre.
Genau. Also Deus Ex Human Revolution ist eigentlich 2011 erschienen. Human Revolution, der Director's Cut, ist aber hier drin. Und der hätte tatsächlich Release 2013 gehabt. Wir lassen es mal lose drin, fände ich aber jetzt kacke von dem Game, wenn die es so hätten. Was denn Crossfire? Das Smilegate Tencent First-Person-Shooter. Ach, das Ding, ja, was so sein wollte wie CSGO. Oh, in dem Jahr ist ja Hiroshi Yamauchi gestorben. Also richtig fette Dinger waren da nicht bei. Haben wir jetzt überhaupt noch... Also wir haben Outlast nicht drin? Haben wir denn alles ausgeschlossen? Wir haben Outlast ausgeschlossen, wir haben Bioshock ausgeschlossen, Infinite. Es ist ja alles weg. Es ist ja wirklich eigentlich nur noch das übrig. Stimmt nicht. Crystal Engine. Wäre übrigens First und Third Person gewesen. Ansonsten, ja klar, das hat auch Stärken im Rollenspiel. Nur noch zwei Leben. Far Cry Blood Dragon. Ist es nicht. Ein Leben, Leute, wir sind kurz vorm Downer. Oh, ist das gemein. Jetzt gehen wir alles durch. Jetzt gehen wir alle Dinger durch. Also. Nein. Nein, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich mache noch ein bisschen größer. Devil May Cry. Ich sag mal, wenn ich eins mit First Person Only sehe. The Cave war was anderes. Strike Suit Zero war es nicht. Ace Combat. Also Ace Combat wäre auch First Person. Hat aber, glaube ich, eine Multiplayer-Variante drin, ne? Da ist nichts grün geworden. Das war schon vorher alles grün. Das Shooter und Adventure. Genre ist Shooter und Adventure. Temple Run Ace. Hitman. Skulls of the Shogun Proteus. Stanley ist kein Shooter. Ja. Antichamber. Antichamber ist doch First Person, passt aber auch kein Shooter. Dead Space 3 kann es nicht sein, das hatte Koop. Aliens Colonial Marines. Ja, das wäre noch Horror, ja. Hier sind wir sicher, dass das Multiplayer hatte, ne? Crysis 3. Ja, wir könnten hier sortieren nach First Person, ne? Ich will das jetzt so finden. Nichts davon hat. Sniper Elite? Nee. Nichts davon ist First Person. Hi, der Hass, grüß dich. Ridiculous Fishing. Das hatte Multiplayer. Das ist ja nicht das erste Crysis, oder? Ein neuer Subscriber. Vielen herzlichen Dank, Plusi. A World of Keflings.
in der Windows-Version, das habe ich gern gespielt auf der Xbox. Duke Nukem 3D in der Subscriber. Megaton Edition ist rausgekommen. Danke, Plusi. Hat der Craggy mal sein Gift. Retrograde Trials. Army of Two, Bioshock Infinite. Also hier ist nichts dabei, ne? Ihr guckt auch. Guck mal, Temple Run, das war so richtig die Ära von iPad iOS Games, die da rauskamen. Duke Nukem 2 auf iOS. Explosion Man, Evoland. Old Republic. Cut the Rope. Dead Island Riptide. Ja, wäre Survival Horror. Dragon's Dogma, geil. Iron Man. XCOM. Poker Night. Xenoclash 2 wäre ein Action First Person Beat'em'up. First Person Shooter, Far Cry Blood Dragon, da ist es. Kung Fu Rabbit. Dust 514, das ist übrigens das Spiel, was wir eben meinten, dieses Eve Online-Ding. Auf 2013. Metro Last Light hatten wir ausgeschlossen durch Metro irgendwo, ne? Ja. Verrückt. Mega Man. Ihr könnt ja mal auch gucken. Es war Poker Nights. Meinst du? Poker Night 2? Nee. Außerdem hat das Multiplayer. Bin ich verrückt jetzt? Wir haben nur noch ein Leben. Flappy Bird ist rausgekommen in dem Jahr. Gunpoint. Puzzle-Plattform. Was ist Gunpoint? Ah, doch, das ist 2D. Das fand ich gut. Das war von diesem krassen Alleinentwickler. Limbo ist erschienen. Dark. Ach du Scheiße, von Calypso. Das ist alles Third Person. Deus Ex The Fall. Pacific Rim. Tja. Ich befürchte, wir werden uns überraschen lassen müssen. Ist nichts dabei, was ich überhaupt noch mal eingeben würde. Am Ende ist es Bioshock Infinite und es ist doch nicht die Unreal Engine. Also kurzzeitig umbenannt. DuckTales Remastered, auch schon so alt, das gibt's so gar nicht. Shadowrun hatte auf jeden Fall Third Person und nicht First Person, oder? Das ist ja, war doch so ein isometrisches Ding, dachte ich. Life Kick. Leider nur kurz cool gewesen. Tja. Diablo 3. Castle of Illusion. Ein ganz gutes Jahr. Gute. Hier Diana Sisters, Twisted Dreams war nicht schlecht. Infinity Blade 3. Boah. Tja. Amnesia ist erschienen.
Das könnte es dann noch sein. Aber wäre eigentlich Horror. Ist auch kein Shooter. Nee, Leute. Kann man nicht sortieren danach. Ich könnte kotzen. First Person. So, Crossfire ist es nicht. Gears of War Judgment ist Third Person. Aliens Colonial Marines. Da sind wir uns sicher, dass es... Vielleicht hatte Crysis 3 keinen Multiplayer. Das wäre aber Wahnsinn. Das kann eigentlich nicht sein. Ich erinnere mich auch, wie ich Aufnahmen gemacht habe vom Multiplayer-Modus. Das kann nicht sein. Aliens Colonial Marines, weiß ich nicht, ob es Multiplayer hat. The Walking Dead Survival Instinct. Duke Nukem 3D Megaton Edition wird es nicht sein. Bioshock Infinite. Tactical Intervention. First-Person-Shooter. Was ist das denn? Okay, Red Orchestra Ostfront 41 für Mac, Modern Combat 4, Shoot Mania Storm, Far Cry 3 Blood Dragon. Dust, Metro, Call of Juarez hatten wir, World War Z. Aber nur ein... Was ist Nova 3? Und was ist WP für eine Plattform? Windows Phone! Oh, Jesus Christ! Jetzt sind wir ganz falsch abgewogen im Internet. Deus Ex The Fall. Rise of the Triad. Rise of the Triad ist ein First-Person-Shooter. Killzone Mercenary. Ist irgendwas mit Sony? Könnte es sein. Ich glaube, Killzone Mercenary hatte keinen Multiplayer-Modus. Wäre aber eigentlich so ein Militär-Shooter, nicht ein Action-Adventure-Shooter. Das ist PS Vita, ja. Alien Rage. Day One Garry's Incident. Survival Shadow Warrior. Leute, es kann Shadow Warrior sein. Das hatte, glaube ich, keinen Multiplayer. Painkiller, Hell and Damnation. Was ist Painkiller nochmal genau? Kennt einer von euch Painkiller genauer? Oder Alien Rage? Oder Warface? Okay, ich glaube, wir sind durch. Das ist das einzige Spiel, was noch übrig ist. Shadow Warrior? Shadow Warrior? Gehen wir drauf? Shadow Warrior? Gehen wir mit Shadow Warrior? Was sagt er nochmal? Wolong? Er hatte so einen coolen Dings. 96, 93, 94, 95. Keiner will schuld sein.
Yes! 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 Oh, gerade noch so rausgekriegt, ey, boah, nee. Auf alles und nirgendwo erschienen. Action, Fantasy, Science Fiction, Comedy. Einzelspieler only. Majesco und Devolver, Flying Hawk. Puh. A difficult game about guessing. So, machen wir das letzte für heute zusammen. Müsste aber da bleiben. Mythos sagt das erste Spiel. 10 Mama voll. Mythos sagt Valheim. Freelancer, okay. Ist nicht drin? Freelancer ist nicht drin, Mythos. Sorry, musst dir was anderes aussuchen. Das finde ich aber auch heftig, dass Freelancer fehlt. Jesus. Ich meckere ein anderes Spiel. Ja, ja, ich sag doch selber, es ist peinlich, Skyrim. So, es ist neuer als 2014. Schade, wir hatten gar nichts aus den 90ern. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt und ich hatte schon Indiana Jones. Ich hatte schon Loom. Obwohl, nee, Loom war das nicht. War das Loom? Nee. Was hatte ich denn? Indiana Day of the Tentacle? Day of the Tentacle wahrscheinlich. Neuer als 2011, damit bin ich wieder raus. Ach komm. So, Skyrim ist das Einzelspieler, wieder Singleplayer only. Wir kennen nur noch Multiplayer-Games hier. Es ist nicht die Creation Engine, nicht von Bethesda. Aber es ist First, Third oder VR. Könnte ein RPG oder Adventure sein mit Fantasy. Ja, könnte vieles sein. Rise of the Tomb Raider. Oh, das Jahr richtig erraten. 2015, schön. Es ist wahrscheinlich Third Person, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht Microsoft. Rise of the Tomb Raider hat Koop-Brille. Hey, guckt mal, wer uns folgt. Das ist ja lustig. Hi, Gamble. So heißt das, was wir hier machen, Freunde. Sehr schön. Den Neuner-Streak. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt sind wir ein bisschen unter Druck. Ein Zehner wollen wir machen. Vote for Freelancer Implementation. Ja, nice streak. We want to go for the 10 tonight, but it's going to be hard. So we're guessing third person, single player. It's not Tomb Raider. Also sieht nach Adventure aus. Wahrscheinlich wieder Action-Adventure von 2015. Das ist ja eigentlich schon mal... Aber das ist schon PS4, oder? Nee. Das Ende PS3 könnte Dark Souls 2 oder so sein. Ja. Ende PS3 könnte Dark Souls 2 sein. Aber das hat Koop. Have you tried the action toggle? You can disable the action theme to see if the other themes are red or not. Was? Was? I don't see any difference.
It's always on. So, we always go for the summary and the actions. Yeah. So, Leute, nicht einschüchtern lassen. Jetzt müssen wir den 10er-Streak hier vollkriegen. Ein Action-Adventure von 2015. Wir haben Ubisoft noch nicht probiert. 2015 wäre Assassin's Creed Origins. Witcher 3. Weiß ich nicht, ist das von 2015? Ja. Yeah. GTA 5 ist von 2013, jo. The Freelancer Game is like a sim space trading single player game from 2001, I suppose. Witcher 3 hört sich gut an. Ah, also Third Person ist drin. Das hat auch gestimmt. Es ist nicht die Red Engine, aber ich sehe keinen Unterschied. Es ist anscheinend Bandai Namco. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Spike Chunsoft Publishing geht. Es geht, glaube ich, um Bandai Namco oder Warner Brothers 2015. Bandai Namco Third-Person-Singleplayer-Ding. Das ist Dark Souls 2, wie ich am Anfang gesagt habe, oder? Das geht aber nicht. Das hat Koop, Leute. Das hat Koop. Das geht nicht. Oh, thank you for adding Freelancer to the list. That's great. Arkham Knight könnte es sein, Gary. Sehr gut. Arkham oder Arkham City. Ist Arkham Knight von 2015? Sind wir uns da sicher? Würde auf jeden Fall mit Warner Brothers passen. Third Person. Wäre so Adventure, Action-Adventure-mäßig. Wie war denn die Reihenfolge, Leute? Asylum war das erste 2009. Dann kam Arkham Knight, echt 6 Jahre später? Never ever. Arkham City war das dritte und das kam dann irgendwie... Ja, ich würde sagen, wenn, dann kam Arkham City raus, 2015. It's the one! It's the one! Schön. Wären wir so oder so drauf gekommen, egal welches wir genommen hätten, weil wir Same Saga gehabt hätten. So, Leute. Morgen geht's nicht weiter, aber übermorgen machen wir das auch wieder. Den großen Spaß. We'll be online 2 days from now. How do we pronounce the game? Is it Gamedl? Like dl? Gamedl? Or is it Game DLE? In German, we could say Game Edel, which is, means like super nice looking. Wordle with games. It's like Wordle, so Gamedl. Nice. All right. Gute Nacht an alle. Vielen Dank für den Support. Und wir sehen uns übermorgen bei Valheim und wahrscheinlich auch ganz viel von dem Gamedl-WTF.
Gute Nacht. Wo kann ich euch noch hinschicken? Wo sind meine Lesezeichen? Ah. An dem Falle halt. Haben wir noch jemanden, der gamed ist? Streamt? Gamerbee. Nehmen wir einfach Gamerbee. Was macht die? Aus Japan. Ah ne, das ist Quatsch. Das ist Unfug. Wer streamt denn gerade hier? iRacing. Oh, Low Poly können wir mal wieder machen. Schön Low Poly. Könnt ihr mir auch mal Game Deal vorschlagen? Das findet ihr bestimmt auch witzig. Der Alf24-Stunden-Stream, den finde ich gut, ja. Ciao. Gavin, what's good? Da bin ich dann dabei.